Huch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Evil Within 2 mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und das Huch bitte ich zu entschuldigen, ich hatte mich wieder tastentechnisch verdrückt. Und jetzt habe ich mich erschrocken, weil ich beinahe meine Getränke übers Mischpult gekippt hätte. Gut, wa? Ach, ich hätte ja auch vorher was trinken können, aber... Worum? Worum? Suche im Markt nach Ausgang B2, um zum Rathaus zu gelangen. Ausgang B2. Hier haben wir. Gut. Immer vorbereitet. Wir gucken uns hier erstmal um. Da liegt eine. Was ist denn hier mit ihm? BE-C03. Was sagt denn der? Schießpulver. Gut. Da ist das Schießpulver. Da hinten müssen wir hin. Gut. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Ne, nicht wirklich. Wehgetan nur haben muss das. Das sieht aus wie eine Kommandozentrale. Da liegen eine Spritze. Hier ist eine Pfütze. Da kann ich Deckung nehmen. Geil. E untersuchen. Mache ich gleich. Ich will erstmal die. Das sind gar keine Spritzen, das sind Waffenteile. Sehr schön. Wir gucken uns hier erstmal vorsichtig um, bevor ich den untersuche. Ah, gekrabbelt. Hier ist was. Brauche ich nicht. Halt, ist noch was. Nichts drin. So, dann schauen wir mal, was hier ist. Der hat was. Läuft hier der Server hoch. Aha. Gucken wir mal, was er hat. Schießpulver hatte der, glaube ich, ne? Ja, können wir auch gut gebrauchen. Gut, wenn jetzt hier nichts weiter ist, dann gehen wir jetzt mal zu diesem Computer. Diesen da. E-Mail, Wachstum von Union. An alle zuständigen Personen, Wachstum von Union. Dank des Moo-Center-Anwerbungsplans wächst Union schneller als vorausgesagt. Die Produktion der Stem-Wan wurde erhöht, die Erweiterung von Union wurde skizziert und für das Rendering eingeplant. Aufgrund der Einwohnerzunahme muss die Union Umgebungskarte um 50% erweitert werden. Neben neuen Wohngebieten wird eine Landwirtschafts- und eine Industriezone hinzugefügt, um Arbeitsplätze für neue Bewohner zu schaffen. Noch wie gnädisch. Das war also nur eine Information. Hier ist noch was. Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Aha. Wie man hier sehen kann, ein kleines Union. Da ist das Rathaus. Da müssen wir hin. Hier kann man auch was machen. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. Ja. Da ist die Kirche. Hier. Da ist die Kirche. Und da ist das Gebäude wohl, vermute ich mal, wo Unil drin ist. Hier, wo ich jetzt drauf ziele. Wenn das die Kirche ist, dann muss das so sein. Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als durch diesen langen Gang zu klettern. Hier ist nichts weiter, ne?
diesen dort. Kann man hier irgendwas machen? Aha, hier sind wir auf der Seite. Hier sind Freunde. Hier geht's augenscheinlich nicht weiter. Hier habe ich voll. Hier auch nicht. Hier ist also noch Muni, da liegt ja noch was. Ich habe nur die Kiste gesehen. Und dann war Ruhe. Hier liegt eine Spritze. Da könnte ich das Tor aufmachen. Gucken wir mal. G. Schießpulver und Tasche für Armbrustbolzen. Ah. Schön. Wir gucken mal auf die Karte. Ist das weit weg? Ah, das sollte hier sogar in diesem Bereich sein. Und ihm leuchten die Augen. Jetzt nicht mehr. So, dann gucken wir mal, was wir hier so sehen. Da ist eine Tür. Da ist zu. Also, da. Nee, da ist so eine Dings zum Öffnen. Hier sind rote Knöpfe dran. Das heißt, die kommen hier erstmal nicht raus. Aha. Die werden schon rauskommen. Da kann ich mich aber drauf verlassen, dass die rauskommen. Du aber nicht mehr. So. Und wieder läuft es nicht flüssig. Komisch, was ist denn hier los? Also diese Türen sind alle verschlossen. Diese hier, weil hier sind ja rote Knöpfe. Oder kann ich hier was machen? Guck, ich kann hier auch nicht interagieren. Da liegt so eine Witch, würde ich sagen. Na, das wird ja lustig. Ich mache das erstmal mit der Pistole. Hier kann ich hochklettern. Dann klettere ich hier erstmal hoch. Mal gucken, was da oben ist. Denke mal. Ah, hier haben wir nochmal so einen. Der hat eine Tasche für Armbrustbolzen, wa? War das der? Ja. 6 kann ich jetzt nehmen. Gut. Ein kleines Update. Bisschen Hühnerbrühe. Pulver. Alte Waffenteile. Nee, noch mehr. Noch ein Rohr. Und eine Sicherung. Die brauchen wir ja für Schockbolzen. Soweit ich weiß. Gut, dass ich hier oben nochmal geschaut habe. Was sagt die Karte? Dann wird der andere da in einen von den anderen Räumen liegen. Die werden aber noch aufgehen. Sonst legen die da kein Schießpulver rein. Also ich rechne ganz stark damit, wenn ich hier das Ding öffne. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann es ja mal versuchen. Haben wir schon. Kannst du da nicht? Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten Sie. Ah, das gibt's nicht, ne? Nun nimm doch endlich die Waffe!
Oh, der ging oben rüber. Ja, ist ja gut. Her mit eurer Hühnerbrühe. Notfallabriegelung in der Sicherheitsanlage aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Jetzt fehlt noch die alte. Die Witch, die kam da raus, ne? Da kommt sie. Hier alles gesammelt. Boah, das hat sich das gelohnt. War's hoffentlich. Muss Munition sparen. Ach, zur Not stellen wir noch welche her. System-Durchstand abgeschlossen. Notfallabriegelung vollständig aufgehoben. Bist du der Typ mit dem Schießpulver? Nein. Hier geht's auch nicht weiter. So, jetzt suchen wir natürlich noch die Räume durch. Das Schießpulver habe ich mir verdient. Und da die Tür ist auf. Okay. Hier liegt wieder einer. Hier auch. Da oben sind wir. Hier komme ich nicht weiter. Ach, hier blinkt doch was. Warum ging das erst nicht? Hm, naja, egal. Wir haben es jetzt. Schießpulver, sehr schön. Die Tür ist zu und hier geht's nicht weiter. Okay, okay. Da liegt noch was. Natürlich die falsche Muni. Ich hätte gern Pistole, Muni. Hier die Treppe noch hoch. Vielleicht ist da oben noch was. Wir gucken mal. Mach auf! Zu viel Gefühl. Naja, das war doch was. Wenigstens ein bisschen. Hier sind noch Waffenteile. Die Tür geht nicht auf. Hier hinter ist nichts. Kann ich nur noch hier schauen? Ah, wieder enttäuschend. Da ist selten was drin, ne? Wir brauchen erst einen Unterschlupf vor. Kann ich nicht speichern. Das ist nicht gut. Rotmunition. Liegt wahrscheinlich auch auf dem Weg. Warum sagt man eigentlich Weg? Das heißt doch Weg. So, was? So, dann machen wir auf. Ich sag ja. Wolfenstein. Also da ist es so eingestellt, dass es die mittlere Maustaste ist. Dieser Geruch. Nicht gut? Na gut. Der hatte nix. Ich guck noch mal ein bisschen, aber weiter kann ich nicht. Da. Kommt bestimmt nichts Gutes zum Vorschein jetzt hier. Leiter, war klar. Na, Sebastian, hast Lust? Ich hab keine. Geh mal vor! Los! Die Hagler nerven. Vielleicht sollte ich das System mal neu starten oder so. Ich hab hier was gehört. Da ist die nächste Leiter. Gleich springt mich was an. Da ist eine Leiter und hier ist eine Treppe. Und hier ist ein Raum. Hier ist unser Agent. Der Scheißpulver. Hätte ich beinahe gesagt, Schrotmunition, da kann ich nichts mit anfangen.
Sieht nix. Na? Da waren keine Sprossen mehr zum Festhalten, Sebastian. Was tust du da? Hier kann ich, glaube ich, die Brücke runterlassen. Wer weiß, wozu das noch gut ist. Ach ja, wir brauchen ja hier gleich das die... Das ist also das schlimme Gasleck. Gasmaske. Danke, O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Ja, darf ich hier nicht schießen? Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Wartet mal. Drei. Vier. Das geht tatsächlich nicht. Hier ist ein Helm. Und Ego-Perspektive. Geil. Gleich wieder her. Bekommt kein Auge. Risikovoll, was ich hier mache. Jetzt geht sie zurück, jetzt geht sie da lang. Sie bleibt da. Bisher wäre es am besten, wenn man ihr hinterher geht. Hier hätte ich jetzt lang gekonnt. Passt auf, jetzt kommt sie wieder her und dann geht sie hier einmal vorne rum, glaube ich. Ja. Jetzt geht... Nee, da geht sie lang. Jetzt kommt sie hierher. Gut, jetzt kann ich gleich hinterher. Ich habe das Gefühl, es ist alles schlechter geworden durch dieses Update, aber ich kann mich natürlich täuschen. Und es ist alles total normal. Ich finde es nicht. Ich habe jetzt Wolfenstein 2 als Vergleich. Gut, das ist kein Open World, aber so ein richtiges Open World ist das ja hier auch nicht. Da ist irgendwo wer. Ist gut gemacht. Ich weiß aber nicht wo. Wo habe ich denn die ollen Flaschen? Wartet mal, habe ich jetzt eine Spritze genommen? Warum? Ich wollte eine Flasche. Die Flasche habe ich auf 8. Oh, dann tausche ich mal aus. Dann mache ich die Flasche mal hier hin. So. Und ich mache die Flasche auf 5, ne? So, dann ist das weiter weg. Da habe ich eine Spritze genommen. Warum? Fünf.
alles. Hier ist eine Tür. Ah, ich hab's wieder getan. So eine ist das. Geil. Ach du Scheiße. Und ich darf hier keine Schusswaffen nehmen. Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Welche Spur? Da. Soll ich denn an der vorbeikommen? Kommt die jetzt hierher? Kacke. Kann die höchstens mit Flaschen ablenken. Ich hätte jetzt gerne eine Speichertaste. Da liegt was. Was liegt denn da? Ich glaube, die bleibt da. Na, nun geh doch mal weg hier. Hallo? Jetzt. Die patrouilliert da genau lang. Oh, Mama, Mama. Oh. Sucht mich nicht mehr. Das habe ich aber auch. Ah, hier geht's weiter. Da geht's hin. Du mach doch auf! Entschuldigung, ich hab die Hosen voll. Hoffentlich hat das was gebracht. Hä? Ach so. Ich hab davor gestanden. Ich muss es riskieren. Oh. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Ich glaube, der kommt hier rein. Oder das. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo es lang ist, vor lauter Angst. Wo ist er jetzt? Da ist er. Also doch einfach mal versuchen, hinterher zu gehen. Ich drücke! Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich.
Ja, geh doch hoch! Oh, das kann nicht sein. Ich dachte, es wäre gut, sie nochmal abzulenken, aber wahrscheinlich hätte ich bloß Geduld haben müssen und vorbeilaufen. Oh, geschafft. Und hier kann ich auch wieder schießen, ne? Oh, IG. Aha. So, die nehme ich dann natürlich mit, nachdem ich die andere da so sinnlos verbraucht habe, weil ich mich verdrückt habe. Hier ist ein Computer. Aha, E-Mail-Erweiterung Datenziele. An alle. Aufgrund des Erfolgs der neuen Anwerbungsaktion nähern wir uns unseren Datenzielen. Jeder Bewohner von Union erweitert den Speicher- und Verarbeitungskapazität der STEM um 100 Exabyte. Für die Aktivierung des drahtlosen STEM werden 2 Millionen Exabyte Speicher benötigt. Ausgehend von der prognostizierten Zunahme sollte dies in einigen Monaten der Fall sein. Ein drahtloser STEM sorgt dafür, dass keine kostspieligen STEM-Wannen mehr erforderlich sind. Ach so, jetzt kann ich es doch scrollen. Wannen! Und wir unser Ziel erreichen. Phase 2, das vollkommene Eintauchen der Bevölkerung in den STEM. Die 1-Heiz-Zelebralchips werden dazu dienen, Mobius-Operatives zu identifizieren und vor dem Phase 2-Signal zu schützen, das über drahtlose STEM-Sender in alle Winkel des Planetes gesendet wird. Was haben die denn da vor? WLAN für die Köppe? Naja, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Hier vielleicht? Nein? Gut, den Rest finden wir dann in der nächsten Folge raus. Dann werde ich mal hier reingucken. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.